Hallo, grüß Gott. Guten Abend, liebe Menschen. Da stehst du hinter der Bühne, wartest da einen Auftritt und dann kommen dir die Tränen, weil so Menschen sowas Liebes sagen. Uah, muss ich mich erstmal wegdrücken. Passt zu meinem Thema. Ich habe in den letzten 25 Jahren vielen Menschen zugehört. Was hat Präsident Obama gesagt? You have to listen. Und das ist das Schöne im Coaching. Du kannst zuhören. Du hörst, was Menschen sich wünschen. Ich habe mindestens 1000 Führungskräfte gecoacht, zigtausende von Mitarbeitern in Seminaren gehabt. Und wisst ihr, was die allermeisten sich gewünscht haben? Menschliches Führen. Die haben kein Interesse an irgendeiner Mode, einer Methodik, die irgendwo auftaucht und wieder verschwindet. Nein, sie wollen wie Menschen geführt werden. Und die Führungskräfte wollen menschlich führen. Und dann kann man sagen, boah, wie geht das? Nehmen wir uns alle in den Arm, haben wir uns lieb. Und ich habe das mal runtergebrochen auf 5 Impulse, die ich euch mitgeben möchte. Habe ja nicht so wahnsinnig viel Zeit. Und diese Impulse sind zusammengefasst in einem Wort. Ich nenne das Führen mit Seele. Auch nichts Esoterisches, keine Bange. Dieses Wort steht für 5 Begriffe. Nämlich S wie Sinn, E wie Emotionen, zweite E wie Empathie, das L für Liebe und das E, das letzte E, für Elan. Und ich möchte euch das kurz erläutern. Eine der eindrucksvollsten Coachings, die ich hatte mit Führungskräften, war mit einer Frau, die hier in der Region gearbeitet hatte, in einem großen Unternehmen. Und sie hatte mit ihrer Abteilung unendlich viel Erfolg. Die war berühmt in diesem Unternehmen mit ihrer Abteilung. Wow, da läuft's. Oder wie es heute so schön heißt, da fliegt's. Da läuft's, da gibt's tolle Ergebnisse. Und das hat sich so rumgesprochen, dass ihr Chef sie zu einem Gespräch eingeladen hat. Er hat sie gebeten, zu erklären, warum hat sie so viel Erfolg. Und sie hat es ihm erzählt. Sie hat ihm nämlich erzählt, ich nehme mir jeden Tag 1 Stunde Zeit, mit meinen Mitarbeitern zu reden. Möglichst einzeln, möglichst so, dass jeder einmal drankommt und deswegen habe ich so viel Erfolg. Die Reaktion ihres Chefs hat sie umgehauen. Der hat sie angeschrien und hat gesagt, das machen Sie ab sofort nicht mehr. Dafür werden Sie hier nicht bezahlt. Sie haben sie wohl nicht alle. Mitarbeiter gehören morgens unangespitzt in den Boden gerammt. Dann wissen sie, wo sie hingehören. Und deswegen kam sie ins Coaching und sagte, was mache ich jetzt? Und ich weiß nicht, welche Lösung ihr gesucht hättet. Man könnte sagen, mei, sie hätte kündigen können, oder? Vielleicht sagt der eine oder andere, da würde ich nicht arbeiten wollen, das geht nicht. Aber sie war sehr pflichtbewusst. Dann könnte man sagen, sie macht einfach so weiter, muss ja keiner merken, sie redet auch nicht mehr drüber. Ah, es hat ja auch nicht gefallen. Man könnte sagen, sie macht es einfach nicht mehr. Bitteschön, ist doch nicht meine Firma, könnten wir, glaube ich, alle verstehen. Ja, dann lass mal es halt, bitte sehr. Resignation war aber auch nicht ihrs. Und dann hat sie in dem Coaching ihre Lösung gefunden, für sich. Und sie sagt, ich weiß jetzt, was ich tun werde. Ich werde jeden Morgen 1 Stunde früher ins Büro gehen und werde in meiner freien Zeit mit den Mitarbeitern reden. Da muss man erst drauf kommen, oder? Und da kann man sicher drüber diskutieren und jeder von uns hat eine Meinung dazu. Aber es war ihre Lösung. Und das ist ja das Tolle im Coaching. Die Menschen entwickeln ihre Lösung, nicht meine. Ich glaube, ich war eher so der kämpferische Typ gewesen. So, pih, haben Sie jetzt davon? Mache ich es halt nicht mehr. Aber sie war anders. Also sie hat das beschlossen und durchgezogen. Und warum war das so wichtig für sie? Weil sie einen Sinn in ihrer Arbeit sieht. Sie möchte diese Arbeit machen. Sie will mit diesen Menschen zusammenarbeiten. Sie liebt ihr Team. Sie will nicht aufgeben oder etwas verändern. Und da sind wir bei dem ersten S von dem Wort Seele, nämlich beim Sinn. Und meine Beobachtung in all den Jahren ist, dass Sinnlosigkeit Menschen unglücklich macht. Sinnlosigkeit nimmt ihnen die Energie, nimmt ihnen dieses zielgerichtete. Sinnlosigkeit ist nach meiner Beobachtung, ist glaube ich nicht bewiesen, mit ein Grund,
für Burnout und Boreout. Wenn du den Sinn nicht mehr in dem siehst, was du tust, musst du ganz schön viel Energie aufwenden, um deine Arbeit machen zu können. Ich saß neulich in einem Speisewagen von Bozen nach München und da war ein junger Mann als Schaffner oder als Kellner und der hatte offensichtlich keine Lust an seinem Job. Und er kam so und sagte, und was wollen Sie? Und ich sagte, würde gerne Kaffee trinken und er sagt, Vorkasse. Ich sage, was? Das habe ich noch nie gehört. Vorkasse? Glauben Sie, ich trinke den Kaffee und springe dann aus dem fahrenden Zug, damit ich den nicht bezahlen muss oder was? Und er sagte, neue Regelung. Okay, habe ich meine 3,65 hingelegt. Dann habe ich ihn so eine Zeit lang beobachtet. Und das Gesicht änderte sich nicht und seine Haltung änderte sich auch nicht. Und dann habe ich so gedacht, warum macht dieser Mensch nicht irgendwas, was ihm Spaß macht? Sowas mit Maschinen zum Beispiel. Es muss doch nicht jeder mit Menschen arbeiten, der keine Lust dazu hat. People Business ist anstrengend, oder? Und wenn wir den Sinn nicht in unserer Arbeit sehen, ist es schwer. Friedrich Nietzsche hat das vor Hunderten von Jahren, 100 Jahren schon beschrieben. Er hat mal geschrieben, wer ein Warum zum Leben hat, kann fast jedes Wie ertragen. Also wenn wir wissen, wofür wir etwas machen, warum wir etwas machen, dann finden wir auch die Kraft, es zu tun. Nur wenn dieses Wie oder das Warum verschwunden ist, dann haben wir ein Problem. Und glauben Sie mir, bei vielen Führungskräften war das Thema, wie motiviere ich meine Mitarbeiter? Und ich habe immer, glaube ich, gesagt, vergessen Sie einfach die Frage. Hören Sie einfach auf, sie zu demotivieren, das würde völlig reichen. Und wir alle kennen solche Demotivationen, oder? Und das macht ja eine Führungskraft, ich bin selber eine, ich habe 7 Mitarbeiter, Mitarbeiterinnen, wir machen das ja nicht extra. Aber manchmal sind wir einfach überfordert. Also ich habe Mitgefühl mit vielen Führungskräften, wenn ich sehe, dass sie irgendwie 500 Mitarbeitern an 8 Standorten international haben, denke ich mal, wie sollen die führen? Das geht nicht. Oder wenn ich mitbekomme, wie Assistentinnen diesen Führungskräften ihren Kalender füllen und da ist nicht eine Minute dazwischen und die wanken wirklich oder rennen von einem Termin zum anderen und können nicht mehr schnaufen. Da läuft was schief. Also Menschlichkeit muss bei den Führungskräften anfangen. Und dann können sie es weitergeben. Also Sinn führen mit Sinn heißt für sich selbst den Sinn finden und den Mitarbeitern einen Sinn klarzumachen. Ich bin fest davon überzeugt, dass fast jeder Mensch eine Beschäftigung braucht, die auch seine Seele nährt, weil ohne das werden wir ganz schön arm. Und dazu kommt gleich das zweite Wort, nämlich Emotionen. Wir brauchen Führer mit Führen mit Emotionen, und zwar mit positiven. Man weiß aus der positiven Psychologie, dass Stress blöd macht. Wer im November hier saß, erinnert sich vielleicht an eine Geschichte von mir, wenn nicht, könnt ihr es auf YouTube nachgucken, wie dumm Stress macht. Weil du weißt nicht mehr, wie du heißt, du weißt nicht mehr, was du machen wolltest. Blackout. Wissenschaftler haben festgestellt, das Gegenteil, nämlich positive Emotionen, machen kreativ. Sie ermöglichen das Denken. Sie bringen uns auf Ideen. Und die gute Nachricht ist, wir selber können für positive Emotionen sorgen und wir können natürlich auch für positive Emotionen bei unseren Mitarbeitern sorgen. Ich glaube, eine der edelsten Führungsaufgaben ist es, einen Raum zu schaffen, in dem Mitarbeiter entspannt auf Gedanken kommen können. Weil ich habe neulich in einem Unternehmen an so einem schwarzen Brett so einen Zettel entdeckt, war schon ein bisschen vergilbt, da stand drauf, Mitarbeiter anschreien reicht heute nicht mehr. Und du kannst dir vorstellen, was da ungefähr los ist. Positive Emotionen dagegen machen uns froh. Was gehört dazu? Freude, natürlich. Dass wir wissen, wer wir sind und was wir können. Dass wir uns freuen über kleine Dinge. Kennen Sie das schöne deutsche Sprichwort? Kleine Geschenke erhalten die Freundschaft. Also es sind die kleinen Gesten, die den Unterschied machen. Klar kannst du mir zum 25-Jährigen so einen Geschenkkorb hinstellen, ist auch schön. Aber die 25 Jahre vorher hätte ich mir vielleicht gewünscht, dass immer wieder mal ein Zeichen kommt von Anerkennung.
Und da fängt es mit dem Demotivieren lassen an. Ich habe in diesen 25 Jahren hunderte von Berichten gehört. Ein Mitarbeiter fängt an, sein Projekt vorzustellen. Was macht seine Führungskraft? Nimmt das Handy und fängt an, SMS zu lesen. Steht auf, fängt an zu telefonieren. Und dann denke ich mir, das gibt es doch gar nicht. Aber wenn du das immer wieder hörst, muss da was dran sein. Das Gegenteil ist ganz einfach. Hingucken, wenn jemand redet, das, was ihr macht. Stell dir mal vor, ihr würdet euch alle umdrehen und miteinander unterhalten. Dann wäre ich hier verloren auf dieser Bühne. Das Zweite, was ganz viele von euch machen, ist nicken, wenn jemand redet. Das heißt ja nicht, finde ich alles genauso, sondern ich höre dir zu. Hier ist so ein reizender Nicker vorne in der ersten Reihe. Und ich gucke immer wieder zu ihm hin, weil ich sehe, kommt an, hat's verstanden. Und das macht mir Freude und da geht das Herz auf. Wir reden nachher nochmal, ne? Aber so, was anderes. Dann gibt es so kleine unterstützende Grunzlaute. Kennt ihr die so? Ja, das zeigt, ich höre zu, ich bin bei dir. Es sind die kleinen Dinge, die den Unterschied machen. Und du weißt, dein Vertriebler hat morgen ein schweres Gespräch, da geht es um wirklich ganz viel. Gehst am Vortag vorbei, legst ihm irgendwie so einen Müsli-Riegel hin oder ich weiß nicht was, eine Karte oder was dir einfällt und sagst hier für morgen eine Menge Energie für dich, damit es morgen funktioniert. Das sind die Kleinigkeiten, das ist für menschlich führen. Nicht immer, setz dich mal hin, erzähl mal, wie es dir geht. Das geht oft nicht. Also, hinhören, hingucken, nicken. Was gehört noch dazu? Menschen berühren. Und dazu möchte ich jetzt ein Experiment mit euch machen. Das hat noch nie jemand gemacht mit 15.000 Menschen. Okay, es sind vielleicht nur noch 14.500. Einige mussten schon die Kinder von der Tagesmutter holen. Ich darf euch mal bitten, alle aufzustehen. Wenn ihr einmal jetzt aufsteht, ihr habt so viel gesessen und es war alles so schwer. Oh, jawohl, danke für das Licht. Jetzt darf ich euch bitten, euch in eurer Reihe in eine Richtung zu stellen. Ich würde mal sagen, ihr guckt so zur Mitte hier unten. Ihr könnt euch aussuchen, links oder rechts, ist mir völlig wurscht. Ihr müsst nur alle in eine Richtung stehen. Ihr könnt, wenn ihr Lust habt, alle hier zu mir hingucken. Da hinten überlasse ich es euch kreativ, wie ihr das macht. Und keine Bange, wir tanzen nicht Polonaise hier durch den Raum, das kann ich euch jetzt sagen. Jetzt legt bitte eure Hände auf die Schultern eures Vordermenschen. Wenn ihr keinen Vordermenschen habt, macht's nichts, bleibt einfach so stehen. Und jetzt bitte massiert eurem Vordermenschen die Schultern. Ja, das sieht gut aus. Ihr könnt mal vorne fragen, ne? Ist das okay so? Schön. Das sieht sehr gut aus. Und dann klopfen, klopfen, klopfen. Und nach unten ausstreichen, soweit ihr es verantworten könnt, ihr wisst. Danke, nehmt wieder Platz. Es gibt übrigens eine wissenschaftliche Studie aus der Sportforschung. Und die hat herausgefunden, dass Mannschaften, in denen sich die Spieler oder Spielerinnen überdurchschnittlich viel anfassen, die besseren Ergebnisse haben. Und ihr wisst es beim Handball oder beim Fußball, diese Kreise, die man macht, sich die Arme auf die Schultern legt, das Abklatschen, das Vorbeilaufen und so auf den Popo hauen mal kurz, das sind alles Berührungen. Und warum wirken die? Nein, das macht ihr nicht mit euren Mitarbeitern. Nein, 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 nein. Wir finden eine Alternative, okay? Ich würde es nicht machen, ehrlich nicht. Aber dieses Thema Berühren ist das Thema. Also was macht dieses Berühren in so einer Mannschaft? Man kriegt Nähe, man schafft dadurch Vertrauen und das Vertrauen hilft, dass ich einen Pass spielen kann und der andere weiß genau, wo er hinlaufen muss. Jetzt können wir, wie gesagt, weder unsere Kunden noch unsere Vorgesetzten noch unsere Mitarbeiter durchmassieren mal morgens kurz, aber wir können anders berühren. Wir können mit unserer Stimme berühren, wir können über das, wie wir sprechen, berühren.
Oder gibt es ein Wort, das ich gerade bei mir selbst so im Blick habe? Das ist dieses Wort aber. Kennt ihr das? Wenn wir das schon mal vermeiden könnten. Also jemand hat eine tolle Idee und was sagen wir? Ganz gut, mütig. Ja, klingt gut, aber da müssen wir nochmal drüber reden. Und ich habe irgendwie rausgefunden und gehört und gelesen, dieses aber ist immer eine Abwehr. Und ich versuche seit, ich glaube, 4 Wochen, statt aber immer und zu sagen. Und glaubt ihr, dass der Ton sich ändert? Ja, das klingt ja schon mal ganz gut, aber das müssen wir noch mal prüfen. Ne? Nein, das klingt ja ganz gut und wir werden es prüfen. Es ist eine andere Aussage. Es sind die kleinen Dinge, die den Unterschied machen. Und Menschen wollen berührt werden im Sinne von gesehen und eine Resonanz finden. Und das können wir machen. Also wir sind schon beim ersten E, Emotionen, kommen zum zweiten E, Empathie. Und ihr könnt euch vorstellen, dass das eine mit dem anderen zusammenhängt, weil wie sollen wir uns in andere Menschen einfühlen können, wenn wir uns selbst nicht mehr fühlen? Und da müssen wir wirklich wieder bei uns anfangen. Wenn ich mich nicht mehr fühle, kann ich auch kein Mitgefühl entwickeln. Und Mitgefühl heißt nochmal nicht Mitleid, ach ihr armen Mäuse, sondern sich einfühlen können in Situationen. In der positiven Psychologie oder in der Psychologie überhaupt gibt es so 3 Grundaussagen über Menschen. Die erste heißt, in gewisser Weise ist jeder Mensch wie alle anderen Menschen. Zweite heißt, in gewisser Weise ist jeder Mensch wie einige andere Menschen. Und der dritte Satz heißt, in gewisser Weise ist jeder Mensch wie kein anderer Mensch. Ist das nicht eine wunderbare Erlaubnis? Wir müssen gar nicht so sein wie die anderen, wir dürfen anders sein. Leider gilt auch der Umkehrschluss. Die anderen dürfen anders sein als ich. Und das finde ich manchmal anstrengend. Ich weiß nicht, wie es euch geht. Wenn alle so wären wie wir, wäre es doch toll, oder? Und das ist für mich gelebte Empathie. Zu wissen, dass Menschen Dinge anders machen. Meine Tochter ist Linkshänderin. Und am Anfang, wenn die Brot geschnitten hat, bin ich mit dem Erste-Hilfe-Kasten gerannt. Weil das sieht so schrecklich aus. Du denkst, jetzt sind die Finger weg, jetzt sind sie weg. Und das ist das einfachste Beispiel. Ich erlebe das in meiner Coach-Ausbildung. Andere coachen anders als ich, obwohl ich es ihnen doch beigebracht habe. Und dann gucke ich dazu, denke mal, falsch, falsch, alles falsch. Und hinterher sagt der Klient, vielen Dank, es hat mir so geholfen. Und ich denke, das kann ihm überhaupt nicht geholfen haben, das war alles falsch. Und ich musste lernen, der Mensch ist der Wirkstoff. Die Methode ist wirklich zweitrangig, nicht unwichtig. Aber der Mensch ist die Methode, der Mensch macht den Unterschied. Also, Empathie haben wir, Liebe. Und da geht es von Selbstliebe, nämlich dem Selbstbild, was wir haben über uns, los und mündet dann in das Verständnis für andere Menschen. Und meine Erfahrung ist, wer sich selbst nicht mag, kann schwer andere Menschen begeistern. Wer sich selbst nicht mag, kann ganz schwer andere Menschen anerkennen in ihrem Sein. Und dann kommen so Bemerkungen, wenn wir die anderen nicht anerkennen. Wenn Menschen sich nicht mögen, dann hört man so Sätze plötzlich wie, ach, schöne Farbe, gell, die trug man letztes Jahr. Und du denkst, was hat die gerade gesagt? Und die sagen, ich habe gehört, du hast Karriere gemacht. Na, mal schauen, wie lange deine Frau das mitmacht. Kennt diese kleinen Spitzen immer so? Und das ist, wenn jemand mit seinem eigenen Leben unzufrieden ist, wird er immer einen Grund finden, uns zu pieksen. Und wenn ich ein gutes Selbstbild habe, brauche ich das nicht. Weil dann kann ich das aushalten, dass andere Menschen etwas haben, was ich nicht habe. Liebe also. Und das letzte, der letzte Punkt, heißt wieder ein E, Elan. Und Elan ist der Schwung, den wir haben im Leben. Ich vergleiche das Leben mit einem Tennisplatz, sage ich mal, einem Tennisspiel. Wie der Ball kommt, das können wir nicht beeinflussen. Aber es kommt auf unseren Return an. Und das ist unsere Leistung. Der Ball kommt. Wow. Unser Return ist das Entscheidende. Habe ich einen guten Stand? Habe ich eine gute Technik? Habe ich Energie? Das macht den Unterschied. Und Boris Grundl, Kollege, den ich sehr schätze, hat vorhin was ganz Spannendes gesagt. Er hat nämlich gesagt, Souveränität ist das neue Statussymbol. Habt ihr das mitgekriegt? Und ich bin überzeugt, dass er recht hat. Letztes Beispiel dazu. Eine Frau erzählt in einem Seminar, wie war das? Sie wird von ihrem Chef gemobbt. Ich sage, das ist aber mal ein Vorwurf. Sagt, jawohl, sie sitzt da an ihrem Schreibtisch und arbeitet. Türen stehen alle offen. Chef hat das Büro neben ihr. Er geht vorbei und sie hat so einen Hinguckreflex. Kennt ihr das? Man guckt halt dann so.
Und der Chef sagt jedes Mal, lächeln, Frau Müller, lächeln. Und die hat so einen Hals und sagt, das ist Mobbing. Ich sage, was wollen Sie machen? Und sie sagt, sie wird mit ihm reden. Ich sage, super Idee. Männer lieben Beziehungsgespräche. Unbedingt, unbedingt. Nehmen Sie noch einen Betriebsrat dazu, ne? Das eskaliert gleich noch ein bisschen mehr. Und sie sagt, aber sie weiß nicht, was sie sonst machen soll. Und sage, ich hätte da so ein Ideeche. Wie wäre es denn, wenn Sie ein Foto raussuchen, auf dem Sie lächeln? Sie vergrößern das auf Kopfgröße, schneiden das aus, kleben das auf eine Pappe. Und wenn der Chef das nächste Mal vorbeigeht, heben Sie es einfach nur hoch. Die hat mich angeschaut, als hätte ich sie nicht alle. Ist doch eine geile Idee, oder? Dachte ich mir auch. Ja, also das kann sich jetzt nicht vorstellen, also wirklich nicht. Sag ich, war nur meine Idee. 4 Wochen später kommt eine Mail, liebe Frau Askenommen, ich habe ein Foto rausgesucht, auf dem ich lächle. Ich habe es vergrößert, auf eine Pappe geklebt, ich habe es hochgehoben. Mein Chef ist vorbeigegangen und hat sich weggeschmissen. Der hat sich nicht wieder eingekriegt. Der ist an diesem Tag 24 Mal hin und her gelaufen. Sie hat jedes Mal ihre Pappe hochgehalten. Dann kam die Kollegin. Sie hatte eine Völkerwanderung auf ihrem Flur. Abends hatte sie einen Tennisarm, aber war glücklich. Und dann schrieb sie in ihrem wunderbaren Brief an mich. Und das Tollste darin ist, ich bin in der Achtung meiner Kollegen gestiegen. Und diesen Elan brauchen wir, weil Humor braucht Kraft und Energie. Und Humor schafft das, was wir Souveränität nennen. Und das wünsche ich Ihnen. Vielen Dank. Danke. Dankeschön. Merci.